So entfernen Sie Zahnprothese und Haftcreme. Drei einfache Schritte, um Ihre Zahnprothese zu entfernen. Vor Beginn ein Handtuch ins Waschbecken legen, um zu verhindern, dass Ihre Zahnprothese zerbricht, falls sie herunterfällt. Schritt 1. Lockern. Nutzen Sie warmes Wasser, um Ihre Zahnprothese zu lockern. Gurgeln Sie eine Minute, bis die Haftcreme abgewaschen ist. Schritt 2. Entfernen. Bei einer Oberkieferprothese Daumen gegen Vorderzähne drücken, dann nach oben und außen bewegen. Bei einer Unterkieferprothese die Prothese drehen, bis sie locker ist, und herausnehmen. Bei einer Teilprothese Metallteil nach oben drücken und die Prothese herausnehmen. Jetzt können Sie Ihre Zahnprothese reinigen. Schritt 3. Zahnfleisch reinigen. Gurgeln und den Mund mehrmals mit warmem Salz oder Mundwasser ausspülen. Den Mund mit einer weichen Zahnbürste, etwas Zahnpasta und warmem Wasser putzen, um alle Haftcreme-Rückstände im Mund zu entfernen. Jetzt können Sie Ihre Zahnprothese jederzeit herausnehmen. Schauen Sie sich auch die anderen Blender Dent-Videos an. Blender Dent – mit mehr Biss durchs Leben.